und so soll das Modell funktionieren. Anders als bei Riester sollen alle Arbeitnehmer einzahlen. 4% vom Brutto, mindestens aber 5 Euro im Monat. Wer das nicht will, muss aktiv austreten. Die Arbeitgeber können freiwillig etwas dazugeben, müssen aber nichts. Und die meisten werden wohl auch nicht. Das Geld kommt auf ein Extrakonto, zum Beispiel bei der Rentenversicherung. Auch der Staat soll, wie bei Riester, etwas zuschießen. Alles soll dann in einen staatlichen Fonds fließen. Der soll breit streuen und weltweit investieren, vor allem in Aktien. Selbst manche marktliberalen Wirtschaftsexperten, sonst keine Freunde von staatlichen Eingriffen, befürworten den Vorschlag. Die skandinavischen Länder haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Nehmen Sie als Beispiel den norwegischen Pensionsfonds. Dieser Pensionsfonds wird gespeist von den Einnahmen des Staates aus der Ölproduktion. Der Fonds hat global in Aktien angelegt und ist jetzt in einer Situation, dass er bei jedem Euro, der global weltweit verdient wird, ungefähr 2 Cent selbst einnehmen kann. Eine schöne Dividende, die sich aus dem globalen Wachstum ergibt, die nicht abhängig ist von der Ölproduktion, nicht abhängig ist von der Bevölkerungsentwicklung und die in die Altersvorsorge der Leute fließt. Unterstützung kommt auch von Verbraucherschützern. Ein staatliches Angebot könne einen Qualitätsstandard setzen und das verlorene Vertrauen wiederherstellen. Zumindest besser, als die private Vorsorge allein der Gier von Finanzkonzernen zu überlassen. Die Deutschlandrente bietet die Chance, dass sie tatsächlich kostengünstig ist. Das heißt, keine Vertriebsprovisionen, keine große Werbekosten, eine Verwaltung, die nicht gewinnorientiert ist und dadurch als Standardprodukt, einfaches Standardprodukt, was Verbraucher auch wirklich verstehen können. Kritisch wird der Vorschlag dagegen von Sozialwissenschaftlern und Armutsforschern gesehen. Für Christoph Butterwegge ist das Konzept alter Wein in neuen Schläuchen. Es handelt sich ebenfalls wie bei der Riester-Rente um eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, die das Problem hat, dass sie den Finanzmärkten ausgeliefert ist. Und das heißt, Wirtschaftskrisen, ein Crash an den Aktienbörsen würde dazu führen, dass die Altersvorsorge von vielen Millionen Menschen gefährdet ist. Und das kann nicht die Art und Weise sein, wie man für das Alter vorsorgt. Auch von der Versicherungswirtschaft kommt heftiger Gegenwind. Sie fürchtet um ihre Pfründe und fragt besorgt, wie der Staatsfonds die Zahlung einer lebenslangen Rente aus dem angesparten Kapital garantieren will. Die Arbeitgeber befürchten, dass ein staatlicher Fonds niemals vollständig vor einem späteren staatlichen Zugriff geschützt werden kann. Und die Gewerkschaften warnen, die Deutschlandrente könne die betrieblichen Altersversorgungssysteme schwächen und die Alterssicherung eher destabilisieren. Die Deutschlandrente soll über den Kapitalmarkt die drohende Altersarmut abwenden. Ein vages Versprechen, ohne Garantien. Dabei könnte eine auskömmliche Rente für alle auch im bisherigen System erreicht werden, meint Christoph Butterwegge. Um das finanzieren zu können, wäre es sinnvoll, eine solidarische Bürgerversicherung einzuführen, in die alle einzahlen. Nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Wenn Minister von ihren eigenen Kürzungen betroffen wären, dann wäre vielleicht auch manches einfacher. Die Deutschlandrente soll da nachbessern, wo die private Vorsorge bisher versagt. Viel wirksamer gegen Altersarmut wäre es allerdings, die Kürzungen durch die vergangenen Rentenreformen zurückzunehmen. Aber dazu fehlt der Politik seit vielen Jahren einfach der Mut.